Leute, ist das spannend oder was? So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16. Meine Herren, wir sind im WrestleMania Main Event mittendrin. Ich freue mich schon auf die ganzen Dislikes. Der wird ein Spaß. Wir sind schon in der Endphase des Matches, würde ich einfach mal behaupten. Cena hat gerade sein Comeback vollführt, glaube ich. Oder ist irgendwie dabei? Nee, ist glaube ich gerade dabei, ne? Wir haben Fatal 4-Way Match. Rollins, Bryan, Cena, unser Gegner. Wir verteidigen unsere World Heavyweight Championship. Sorry für den Cliffhanger. Ich vergaß, dass ich mal gesagt habe, dass ich zwischen zwei Tagen keine krassen Cliffhanger bringe. Ich vergaß. Wurde ja später darauf hingewiesen. Danke an den Rocco, der mich darauf hingewiesen hat im Livestream gerade. Die 200 Zuschauer, die gerade dabei sind. Grüße an die Ultras. An die Franz Zockt Ultras, an die Friends Ultras und die Ultra Friends. Ich weiß es nicht. Gut, wir gucken mal, wie wir uns schlagen werden. Ich habe vergessen, mir das richtige Videosignal anzumachen. So. Auf geht's. Wir haben schon eine Menge Schaden genommen. So, guck dir das mal hinten an. Ich fang da Geschampe für den nämlich gerade aus. Ich habe keine Corner-Slots mehr. Alle haben gute Chance zu gewinnen. Okay, Cena geht direkt für ein AA. Wir müssen da aufpassen. Ich glaube, Bryan hat langsam gemerkt. Oh, meine Batterie, sagt mir alle. So, jetzt geh erstmal hier rein, bevor hier noch irgendein Unglück passiert. Weil Bryan, der kriegt ja überhaupt nichts mit hier in seinem Leben. So, oh, goddammit. Und jetzt muss ich erstmal meinen Controller aufladen, bevor der hier mitten im Match ausgeht. So, das wollen wir auch nicht. Das habe ich aber nicht so lange. Ist egal. So, mal sehen. Oh, goddammit. Cliffhanger, genau. Gott. Ich habe keine fucking. Oh, das pinnt er mich auch noch. Ich habe keine Slots mehr, Freunde. Ich brauche Slots. Ich habe einen Signature Move. Ich kann irgendjemanden pinnen gleich, wenn ich möchte. Gott. Ich bekomme eine Nachricht bei nirgendwo. Okay. Oh Gott, da hätten wir schon wieder eine Armbar aktiv. Da kann auch wieder keiner eingreifen. Doch, geht. Das ist wieder richtig buggy. Nehme ich Stomps. I'll take them all in. Leute, ich würde gerne. Ich habe gar nicht den Konter gedrückt, aber ist egal. Wir haben Signature Move. Und raten, an wem wir ihn auswählen werden. An Kollege Bryan! Ah, ich wollte die Powerbomb machen. Weil hätte, glaube ich, doch gerade so gereicht mit dem Cover hinterher. Ach, egal. Wie sieht es bei Cena aus? Cena macht keinen Special Move, Rollins macht keinen Special Move, die gehen beide raus. Ich kann im Glück versuchen, sobald Rollins rausgeht, gehen wir raus. Ach man, lass mich doch mal covern. Lass bitte mich mal covern. Das wäre voll nice. Alter. Dude! Leute, ist das spannend oder was? Du gehst jetzt bitte mal in die Ringecke. Wo ist die Ecke? Wollte ich da aus. Ach, fuck, unser Stamina, unser Scheiß. So, Death Triple Pin. Ach nee, zu spät. 4 Sterne haben wir schon geschafft. 4 Sterne WrestleMania. Kann man mal machen. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Hab ich mir gegönnt. So, zack. Hock. Zack. Geh durch? Natürlich nicht. Reverse DDT? Nein. Back and forth. Cover! Das ist der Sieg! Und hätten wir geblutet. Aber ist egal, ich hab gewonnen. Na, schade. Oh, Mann, da müssen wir aufpassen. Na. So, wir haben einen Finisher. Na, Alter, wie schon wieder zwei Sachen auf einmal. Too late, too fast. Ach, Scheiße, hat sie einen Finisher. Freundchen. Oh, oh, pass mal auf da hinten. Scheiße, fuck. Pass mal auf hier. Kollege. Ich hau jetzt mal Ref um, bevor hier noch irgendwas Böses passiert. Du machst hier nichts, damit wir uns da einig sind, ja? Scheiße. Ja, auf den Ref noch auf, klar, am besten. Okay, wir sind down and out. Rot, Schädel und Torso. Nope. Und das ist das Cover. Das ist der Sieg! Ref 1! Achso. Komisch, dass er überhaupt auskicken konnte. So, das ist das Ende. Die beiden Kollegen sind draußen. Wir sind in perfekten Positionen für die Ultraleigerbomb. Rollins ist beschäftigt. Komm. Replay, mach weg. So, machen wir eine Aktion da.
Nice, das ist der Sieg. Hundertprozentig. Und wir haben unseren Titel verteidigt. Meine Mannschaft ist beim ersten Besuch. Geil. Was waren jetzt? 4,5 Sterne? 5 Sterne? Also ich bin ja recht stolz auf mich. Könnt ihr wohl auch nicht euren coolen Kommentar posten. Sorry. Grüße Clemens. The people are pissed, genau. Ach Mann, ey. Alles brauchen sie 4 Sterne nur. Schade, schade. Tut mir leid für Lex. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss ja in meine Capture-Karte liegen. Oder Fraps oder so. Zu diesen Mini-Legs. Gut! Who's next? Yeah. Jetzt brauchen wir noch ein Bad. Mann. Ja, ein bisschen müssen wir noch machen. Let's Play ist natürlich noch nicht vorbei. Denn wir wollen ja noch das Hall of Fame Ziel erreichen. Das müssen wir noch machen. Geil. So. In der richtigen WWE kommt jetzt die Raw nach WrestleMania, die im Prinzip die geilste Show im ganzen Jahr ist. Ich habe Cena's Moveset freigeschaltet. Wow. So. Und jetzt? Was passiert nun? Jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo ich wieder so lange skippen werde, bis uns so viele zugewiesen wird oder wir beim Pay-Per-View-Match sind. Richtig? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist der Fall. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar, ja, wir sehen uns gleich wieder, sobald irgendwas Wichtiges passiert. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten 4 Wochen, weil ich habe keinen Bock, wieder eine Fehde selber auszusuchen, wo nichts passiert. Okay, also bis gleich. So, da haben wir einen Monat geskippt und wer hätte das gedacht, wir sind bei einem Pay-Per-View und haben ein Match ohne Championship on the line gegen Brock Lesnar. Geil, unsere ewige Serie wird weitergeführt. Ich freue mich den Arsch ab. Wow. Wow. Gut, jetzt ist es einfach bloß noch darauf warten, bis wir ja rum haben als Champion, damit wir Let's Play beenden können. Aber das ziehen wir noch durch, zumindest die Pay-Per-View-Matches. Außer wir bekommen noch eine Fehde zugewiesen. Weil ihr wisst, die ganzen anderen Fäden sind kacke langweilig. Das muss ich euch nicht nochmal erklären, weil die immer gleich funktionieren oder die Cutscenes langweilig sind und wir da überhaupt keine Entscheidungsfreiheit haben und alles kacke. So, also Lesnar machen wir eben fertig. Meint ihr, wir schaffen das? Schaffen wir Lesnar durch? Lesnar zu besiegen in einem normalen Match? Nee, warte mal, da stand noch ein Match. Obwohl wir bei Extreme Rules sind, finde ich ein bisschen doof. Finde ich ein bisschen doof. Muss ich an dieser Stelle einfach mal loswerden. So. Zack. 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 Und. Der sagt Connor. So. Erstmal wieder konzentrieren. Können wir jetzt, weiß ich nicht, 20 Minuten Matches geskippt? Das ist so ekelhaft, dass man nicht einfach so direkt skippen kann. Zack, zack, zack. Nein, dann kommen die ganzen Ladezeiten. Weil Ladezeiten sind das Schlimmste am Skippen. Das ging früher einfach, oder beim Universum geht es auch einfach. Da kann man einfach das nächste Event anwählen, 2 Monate im Voraus und sagen, okay, skippen wir bis dahin alles durch. Das geht hier leider nicht. So. Wir singen noch mehr von, sagt The Mice Bros. Ich muss eigentlich viel mehr Gesangsvideos machen. Also halt so Parodiezeug oder so Arten wie bei meinem Weihnachtsspecial. Erstens, weil das immer gut ankommt. Zweitens, weil das gut für den Algorithmus ist, weil der Vorteil an Musikvideos ist, wenn man alles gut macht, ist, dass die Videos öfters geguckt werden und dadurch, ja, und die, ihr wisst, die Wiedergabedauer bzw. die, wie heißt das, die Zuschauerbindung, also wie lange ein Zuschauer dranbleibt, um das Video zu gucken, sind elementar wichtig für das Ranking von einem Video in den Suchergebnissen laut YouTube. Und da sind Songs perfekt. Könnt ihr ja mal raten, warum die erfolgreichsten Videos auf YouTube
Videos, Musikvideos sind, weil die immer wieder angeguckt werden. Was halt bei zum Beispiel Let's Plays nicht der Fall ist. Die guckt man sich einmal an, wenn überhaupt, und dann ist man damit durch. Ja. The match was one of the best in WWE, ach, ja. And it marked Lesnar's second WWE Championship reign. Deswegen, ich hätte auch voll Bock drauf, vor allem, da kann man hat da so viele schöne Ideen, ne, ein paar Parodien, die man zu Wrestling Games machen kann, oder zu irgendwelchen Insidern oder so. Ich weiß es nicht! So, wenn der in der Seile, wir müssen langsam aufpassen wieder mit den... Was war das denn? Mit den Connors-Wex, ne? Sing jetzt mal ein paar Entrances. Nö! Was the incredible battle motherfucking with no. Triple H at WrestleMania 29. The Beast Incarnate versus the Game in a no-holds-barred match at WrestleMania. That was a bummer like no other. So, der Ton ist weg. Geil. Der Ton ist weg. Aber nur bei mir. He's gonna need a chiropractor in his near future. Look how slow he is to recover here. Haben wir noch so weitere Insider. Aber den bringe ich jetzt nicht. So. German! Kennst du, ne? Und denk mal, wir machen weiter mit unserer kleinen Suplessenstadt. Kennst du? Nein, das ist kein Titelmatch. Das ist anscheinend wieder Just for Fun. Warum? Fragt das Spiel. So. Und dann machen wir jetzt. Was machen wir jetzt? Pass mal auf hier. Wir machen mal einen OMG-Moment. So, ich weiß, ihr hattet schon, aber bei mir ist mein Lautsprecher manchmal ein bisschen buggy. Ich habe nicht nur Stamina, ich sehe gerade ein. Warte schneller! So, jetzt hier, pass auf. Ihr seid bereit für diesen OMG-Moment? Mal sehen, ob er durchgeht. Es wäre sehr schön. Natürlich nicht! Willst du vielleicht... Naja, warte mal. Freunde, passt mal auf hier. Nein! Oh, scheiße. Ich wollte ein Countdown-Dings hochziehen, aber dann ist mir eingefallen. Keine Stamina mehr für, wie heißt das, zum Hinterherlaufen. So, und wie dieses Match weiter verlaufen wird. Das sieht sehr schlecht aus für mich. Das erfahrt ihr dann nachher um 20 Uhr, ich glaube heute Sonntag und um 20 Uhr kommt eine weitere Folge von der Karriere. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Daumen hoch, cool, Apple raus, euer Franz, euer Zock. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.